Es war eine schöne Veranstaltung heute am 28. September 2022, die Demo in München. München steht auf mit vielen Teilnehmern, obwohl es geregnet hat den ganzen Tag und auch während der Demo. Und ich würde mal sagen, alle Teilnehmer wussten, wer verantwortlich ist für die Zerstörung von Nord Stream. Die Antwort liegt ja auf der Hand. Es gibt ja diesen schönen Spruch: Folge dem Geld, wenn du die Antwort haben möchtest. Das heißt, wem nützt das? Aber ich bin ja nur ein Schwurbler. Was weiß ich schon? Straße für die Kinder, auf die Straße für den Frieden, auf die Straße für die Freiheit, auf die Straße.